Stell dir vor, du und ich, wir sind beide Philosophen im alten Griechenland. Es gibt kaum irgendwelche anderen Wissenschaften als die Philosophie. Und wir beide sagen uns jetzt, okay, wir wollen jetzt versuchen, eine Möglichkeit zu finden, wie wir all diese Formen und die ganzen Objekte, die wir so in der Natur sehen, die wollen wir versuchen, möglichst genau zu beschreiben. Und zwar so, dass das auch jeder andere nachvollziehen kann, der das im Nachhinein sieht. Also, sag ich dir, klar, habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Aber erstmal brauchen wir noch einen vernünftigen Namen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen. Und mein Vorschlag wäre jetzt, wir wollen das ja ganz allgemein halten, dass wir möglichst viele Konzepte auch unter diesem einen Namen zusammenfassen können. Also schlage ich jetzt einfach mal vor, nennen wir das Ganze doch Geometrie. Geo ist ja bestimmt ein Begriff von dem Wort Geografie, Geologie. Geo hat einfach nur die Bedeutung Erde. Und das Wort Metrie bedeutet einfach so viel wie Messung oder Vermessung. Also nennen wir es jetzt einfach mal hier sozusagen Erdmessung. Und ich denke, das ist so allgemein, dass wir da auf jeden Fall möglichst viele oder ziemlich viele Sachen auf jeden Fall drunter kriegen. Okay, also wollen wir anfangen. Was ist so das Kleinste, was du dir so vorstellen kannst, was wir auf jeden Fall beschreiben wollen würden? Also wirklich die kleinste Einheit, die dir einfällt. Und du überlegst wahrscheinlich ganz kurz und kommst sofort darauf, ja, nehmen wir doch einfach das hier. Das hier nennen wir einfach einen Punkt. Das ist ziemlich einfach gewesen, denke ich. Und ich denke, da gehen wir beide mit konform, dass das ziemlich leicht ist. Das Coole ist, wir definieren uns das ja gerade. Das heißt, wir können es auch ganz anders nennen. Wir können es auch, weiß ich nicht, Tisch nennen oder Elefant. Aber damit auch alle anderen sich gut was darunter vorstellen können und nicht großartig rumdenken müssen, ist einfach mal Punkt. So, jetzt können wir uns natürlich vorstellen, kann natürlich ziemlich viele Punkte geben. Also hier ist ein Punkt und dann ist hier zum Beispiel noch ein Punkt. Und dann könnte hier noch ein Punkt sein und dann könnte hier noch ein Punkt sein. Und irgendwie müssen wir jetzt in der Lage, dass wir beide von dem gleichen Punkt sprechen. Also zum Beispiel, ich hat natürlich jetzt nicht jeder hier die schönen, diesen Luxus, auch Farben mit ins Spiel zu bringen. Also einigen wir uns jetzt einfach beide darauf, okay, wir geben den Dingern einfach Namen. Das ist ja recht naheliegend und wir sind natürlich ziemlich schreibfaul. Also einigen wir uns drauf, nehmen wir wirklich das Kürzeste, was uns einfällt. Also kriegen die jetzt einfach große Buchstaben. Den Punkt nennen wir A, den Punkt nennen wir B, den Punkt nennen wir C und den Punkt nennen wir D. So, sind wir schon mal ein ganz Stück weitergekommen. Jetzt sage ich aber, okay, das ist ja schon mal ziemlich cool, da können wir bestimmt schon ein bisschen was mit anfangen. Aber irgendwie, ja gut, ganz so viel kann man damit ja auch noch nicht machen. In welcher Beziehung stehen denn diese ganzen Punkte eigentlich zueinander? Was ist, stell dir vor zum Beispiel an dem Punkt A hier, im Endeffekt ist ein Punkt ja nichts anderes als eine Position sozusagen. Also auf dieser Fläche, die du hier gerade siehst, da kommen wir noch später zu, ist einfach eine Position angegeben. Und stell dir vor, an dieser Position A ist jetzt ein Äffchen. Ja, A für Äffchen. Und an dem Punkt B ist eine Banane. B für Banane. Und welcher Weg wäre der wahrscheinlichste, damit das Äffchen zur Banane kommt? Also, was meinst du? Bist du der Meinung, dass das Äffchen so laufen würde, um zur Banane zu kommen? Vermutlich nicht. Das Äffchen würde vermutlich den kürzesten Weg wählen, die kürzeste Verbindung zwischen den Punkten A und B. Und das würden wir dann ungefähr wie nennen? Genau, das nennen wir einfach eine Strecke. Ist auch, liegt ziemlich dicht an dem, wie wir halt auch im alltäglichen Leben halt über sowas sprechen. Wenn ich halt von einem Punkt zum anderen kommen will, dann bin ich eine gewisse Strecke gelaufen. Und Strecken haben also immer irgendeine Länge. Siehst du ja hier, wir haben einen Punkt A und wir haben einen Punkt B. Und um diese Strecke irgendwie bezeichnen zu können, dass wir beide auch immer von der gleichen Strecke sprechen, geben wir dem einfach einen Namen. Zum Beispiel könnten wir dem jetzt so einen kleinen Buchstaben geben, zum Beispiel klein c. Dann ist diese Strecke hier einfach klein c. Oder was auch relativ häufig vorkommt, ist, dass man sagt, okay, diese Strecke ist die Strecke von dem Punkt A zum Punkt B. Oder andersrum kannst du natürlich sagen, das ist die Strecke vom Punkt B zum Punkt A. Und eine Strecke ist einfach nur, weil wir so einen kleinen Strich darüber zeichnen. Und noch ein neues Wort. Diese beiden Punkte A und B, wenn das die Punkte sind, die halt am Anfang oder am Ende von einer Strecke sind, dann nennen wir die einfach Endpunkt oder Anfangspunkt. Endpunkt oder Anfangspunkt. Ich denke, das ist ja auch alles recht naheliegend. Anfangspunkt.
Und wir hoffen natürlich, dass das auch möglichst viele andere Leute nachvollziehen können, was wir uns jetzt hier gerade definieren. So, machen wir weiter. Die nächste Möglichkeit, die dir natürlich sofort einfällt, ist, okay, jetzt haben wir natürlich hier eine endlich lange Strecke. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel, wenn ich bei A anfange und hier so eine Linie zeichne von A nach C, aber die lasse ich einfach weitergehen. Die kann jetzt hier einfach immer weiter unendlich lang sein, theoretisch. Okay, sage ich, ja, ist eine gute Idee. Sollten wir uns auf jeden Fall auch einen Namen für ausdenken. Und dann schlage ich dir einfach vor, okay, nennen wir das Ganze einfach einen Strahl. Weil wir so, ich denke dabei nämlich einfach immer an Sonnenstrahlen. Die haben ja einen Anfangspunkt wieder. Strahlen haben immer einen Anfangspunkt. Ich schreibe es nochmal mit hin. Anfangspunkt. So wie ein Sonnenstrahl hat den Anfangspunkt die Sonne. Aber wenn der Strahl nicht aufgehalten wird, dann hat er ja nie irgendeinen Endpunkt. Der Strahl wird einfach immer weiter in die endlosen Weiten der Galaxie fliegen. Aber manche davon kommen auch direkt auf der Erde an und deswegen ist es bei uns immer so schön warm. Okay. Jetzt können wir noch weiter überlegen, was gibt es denn noch? Oder na, wir müssen natürlich erstmal noch den Namen festlegen, wie wir so einen Strahl nennen wollen. Und da das irgendwie ein recht gutes Schema ist, schlage ich dir einfach vor, okay, machen wir das doch genauso wie bei der Strecke und geben dem einfach einen kleinen Buchstaben. Also diesen Strahl hier zum Beispiel können wir jetzt einfach mal klein s nennen. S für Strahl. Also einigen wir uns auf kleine Buchstaben für Linien sozusagen und große Buchstaben für Punkte. So. Jetzt fällt dir natürlich sofort auf, okay, wenn wir jetzt eine Linie haben, die wir Strahl nennen, die in eine Richtung unbegrenzt ist, dann können wir uns ja genauso gut auch noch auf eine Linie einigen, die in beide Richtungen unbegrenzt ist. Also, die zum Beispiel jetzt hier durch C und D durchgeht. Ja, so, die durch C und D durchgeht, aber die in die Richtung immer weitergehen kann und in die Richtung auch immer weitergehen kann. Sag ich, oh ja, gute Idee. Wir haben uns ja gerade schon darauf geeinigt, dass wir das Ganze, dass wir so zwischen Linien generell immer kleine Buchstaben geben. Also kriegt das jetzt zum Beispiel mal den kleinen Buchstaben G. Und ich würde vorschlagen, dass wir solche Linien, die kein Ende und keinen Anfang haben, die nennen wir eine Gerade. Weil sie halt auch eine gerade Linie natürlich ist. Das ist immer natürlich wichtig, dass die Linien nicht irgendwie so aussehen, sondern es müssen natürlich alles gerade Linien sein. Also wie hier zum Beispiel halt wirklich die kürzeste Entfernung vom Punkt A zum Punkt B. So, jetzt haben wir schon ziemlich viel gemacht und jetzt will ich dich auf jeden Fall noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar, stell dir vor, du bist an diesem Punkt B. Oder ich mache mal noch eine zweite. Warte, ich mache mal nochmal einen nächsten Punkt. Machen wir hier den Punkt E hin. Wenn du genau an diesem Punkt E bist, dann hast du ja keine Möglichkeit, dich in irgendeine Richtung zu bewegen. Also du kannst nicht nach links und rechts gehen, auch nicht nach oben und unten oder auch nicht raus aus dieser Seite oder rein in diese Seite, sondern du bist einfach genau an diesem Punkt. Und du hast null Möglichkeiten, dich in irgendeine Richtung zu bewegen, richtig? Weil du bist ja nur an dem Punkt. Und deswegen sagen wir nämlich auch, dass ein Punkt null Dimensionen hat. Null Dimensionen. Und dem entgegen hat natürlich eine Strecke oder ein Strahl oder eine Gerade, auf der kann man ja, wenn man da direkt drauf ist, immerhin dann noch nach vorne und nach hinten gehen sozusagen. Also je nachdem, in welche Richtung du gerade guckst, kannst du ja hier von A nach B gehen oder von B nach A oder dazwischen stehen bleiben und wieder in irgendeine andere Richtung gehen oder auch hier bei dem Strahl kannst du in die Richtung gehen oder in die Richtung. Und deswegen sind die ganzen Konstrukte hier nämlich alle eindimensionale Ideen sozusagen oder eindimensionale Konzepte. Eindimensional. Eindimensional. So, was können wir uns da noch alles so Schönes überlegen? Oh ja, wir können natürlich auch noch sagen, wenn wir jetzt hier einen Punkt haben, den nennen wir E und hier haben wir noch einen Punkt F und die beiden sind verbunden, ups, durch eine, ich mache mal ruhig eine Strecke draus wieder, die sind verbunden durch eine, na, nicht ganz gerade Linie, ich gebe mein Bestes. Ups. Okay, das ist jetzt unsere gerade Linie. Das ist die Strecke. Ja, okay, können wir einfach mit EF machen. Da brauche ich mir keinen neuen kleinen Buchstaben ausdenken. Das ist die Strecke EF. Und auf dieser Strecke EF liegt jetzt noch ein anderer Punkt. Und zwar ein Punkt, den ich hier hinzeichne. Und den Punkt nennen wir EF. Nennen wir den natürlich Groß G. So, und alle Punkte,
die zusammen sozusagen auf einer Strecke oder auf einer Linie sozusagen liegen, es muss nicht eine Strecke sein, es kann natürlich auch eine Gerade oder ein Strahl sein, die nennt man alle kolinear. Die haben die Eigenschaft, kolinear zu sein. Okay, nur damit du dir das Wort auch gut merken kannst. Ko kannst du dir zum Beispiel merken von, das Wort Kooperation kennst du ja vielleicht, das bedeutet ja so viel wie irgendwas zusammen machen. Und linear heißt in unserem Fall, siehst du ja, da ist das Wort Linie so ein bisschen drin. Das heißt, die machen einfach zusammen eine Linie, kolinear. Und das bedeutet, es gibt also auch eine kleinere Strecke jeweils von E nach G, von E nach G und von G nach F. Also muss es genau diese drei Strecken geben, von E nach G, von G nach F und natürlich auch von E nach F, die könnten wir ja auch messen. Und wenn EG genauso lang ist wie GF, also wenn man von hier nach hier genauso weit läuft wie von hier nach hier, dann ist G, und da kannst du kurz raten, dann nennt man das genau den Mittelpunkt. Dann liegt er natürlich genau auf der Mitte der Strecke von E nach F, der Mittelpunkt. Ja, und damit denke ich, haben wir jetzt auf jeden Fall ziemlich viel, mit dem wir arbeiten können. Okay, vielleicht noch eine ganz kurze Einführung, was wir uns noch vorstellen könnten unter zweidimensional zum Beispiel. Der Bildschirm, den du gerade siehst, der ist zweidimensional. Auf dem könnte ich mich ja von links nach rechts bewegen, von links nach rechts oder auch von oben nach unten. Also so wie das hier der Cursor meiner Maus die ganze Zeit zum Beispiel macht. Der geht ja von oben nach unten oder von links nach rechts. Und wenn wir dann noch eine weitere Dimension hinzufügen zum Beispiel, dann könnten wir auch noch sozusagen in den Bildschirm reingehen. Das zeichne ich mal so. Oder aus dem Bildschirm rauskommen. Das zeichne ich mal so. Okay, das nennen wir dann dreidimensional. Also sozusagen so, wie wir auch in unserer Welt leben oder wie unsere Welt sozusagen funktioniert. Und in der höheren Geometrie oder auch in der höheren Mathematik, da wird es dann richtig interessant, da stellt sich nämlich heraus, da könnten wir sogar noch weiter gehen als drei Dimensionen. Das ist natürlich unwahrscheinlich schwer so grafisch darzustellen, aber damit rechnen könnte man auf jeden Fall. Also zum Beispiel in 3, 4, 5 oder 127 Dimensionen.